Macht die Tür zu! Lasst sie nicht entkommen! Sie werden dieses Haus nicht lebend verlassen. Macht kurzen Prozess mit ihnen! Na los! Vorstellung. Das waren bis jetzt auch keine ernsthaften Gegner. Nur die beiden da hinten, die sind echt gefährlich. Ah. Los, Django, schnappen wir uns die Hühner. Okay. Es wird eine Freude sein, sie zu rupfen. Meint ihr, nur weil ihr lauter krähen könnt, seid ihr besser als wir, ihr lächerlichen Gockel? Nimm dich bloß in Acht, für deine Frechheit schneide ich dir die Zunge raus. Der fühlt sich mit seinem Messer ja sehr stark. Kämpfst du freihändig oder musst du dich auch hinter einem Messer verstecken? Ich verstecke mich nicht. So kann ich hier noch schneller das Fell abziehen. Das sind faule Ausreden. Der hat wirklich Angst vor Michelle. Hey, Carlos, wir kämpfen ohne Waffen. Die Weiber schaffen wir auch so. Los, tu's weg. Okay. Wollen wir anfangen? Also los, dann zeig mal, was du kannst. Hey, das Messer wollten wir doch weglassen. Dir wehgetan? Tut mir wirklich leid. Hab ich dir wehgetan? Tut mir gar nicht leid. Jetzt mache ich mit dir kurzen Prozess. Auch mit Messer bist du schlechter als ich. Dir stopfe ich gleich den Schnabel, du großmolliges Suppenhuhn. Oh.
ihm. Jetzt holen wir den Gefangenen. Los, geh schon. Keinen Schritt weiter. Bleibt, wo ihr seid, oder ich schneide ihm die Kehle durch. Lassen Sie meinen Freund frei! Zuerst rückst du den Mikrofilm raus. Mach das nicht, gib ihn der Polizei! Nein, tun Sie ihm nichts. Von mir aus soll er seinen verfluchten Mikrofilm haben. Hauptsache, du kommst frei. Bist du wahnsinnig, er bringt uns ja doch um. Hier, lassen Sie ihn frei und Sie kriegen ihn. Ein Glück, du lebst. Ja. Halt! Keine Bewegung! Die Pistole geht nicht! Sie ist nur eine Attrappe!